Willkommen zurück zur Ranch Simulator. Auri ist schon So. aufgestanden. Guten Morgen, Auri, Ja. wo immer du bist. Wo? Guten Oh! Morgen. Ich habe Ah. mir auch mal was anderes Ah, angezogen. okay. Also, gestern haben wir Käse gemacht. Und ich Genau. würde sagen, Käse machen ist irgendwie komfortabler als Würste, oder? Allerdings, ja. Dann. Also mir sind die Schweine über den Kopf gewachsen. Ja, wir haben jetzt auch sehr, sehr lange Wurst immer gemacht oder Frikadellen oder was die Dinger waren. Ich hole mal eben den. Wir können ja mal kurz schauen. Ich meine, auf den hier passen zwei Schweine. Was hältst du davon, wenn wir die einfach verkaufen Okay, und klar. nur in Sachen Rind machen, weißt du, so Ja. in Rind? So, ich guck mal, ob ich ein. Da ist schon ein Gucken wir Schwein. mal. Komm mal mit, Schweinchen. So, du wirst jetzt verkauft. Oh, Ich hole auch mal eins. das freut sich. Komm Mal mit. schauen, ob wir da zwei draufkriegen. So. Ganz Tiertransportieren. schnell verkaufen, bevor die wieder gebären. So. Oh, du, warte, ich mach mal die Tür nach außen auf. So. Ich bin echt gespannt, ob es für so eine richtig dicke Sau mehr Geld gibt. So eine dicke Sau Ja, gibt's du, ich bestimmt. guck doch mal, die du gerade gebracht hast, die ist mindestens doppelt so schwer wie die andere. Guck mal, Ja. hier schaut der Rüssel raus und hier schaut der halbe Kopf durch die Wand. Okay. Ja, dann mal kurz, ich guck mal gerade, wie viel dann noch übrig sind. Ja. Eine dicke Eber, der wird wohl nicht werfen. Und eine dicke Sau. Also müssen wir zwei Touren fahren. Ja. Gut, dann ganz schnell, bevor die wirft. Auch stimmt. Los geht's. Motor Los an. geht's. Motor an. Die Frage ist nur, wo können wir die wohl verkaufen? Im Laden, ne? Im Wahrscheinlich. Laden konnte man auf jeden Fall Tiere verkaufen. Und ich denke, der Bürgerladen, der ist, glaube ich, nicht an lebenden Tieren interessiert. Also, Nee. ich glaube nicht, dass die selber schlachten. Baumarkt kann ich mir auch nicht vorstellen. Mal gucken, ob es im Laden großen Anhänger gibt. Dann könnten wir nämlich gleich schon eine Kuh oder zwei Kühe mitnehmen auf dem Rückweg. Meinst du den Autoanhänger? Ja, den Riesenanhänger. So, So. soll ich mal? Ich schau mal. So, verwenden E. Verkaufen. Ah, Und? nur 150. Das ist schade. Egal. Ja, das ist schade. 150 ist, glaube ich, der normale Preis, den wir auch für ein frisch gekauftes Schwein, oder? Verwenden E. Bei kaufen. Ein Schwein kostet normal 300, weiblich, männlich, egal. Ja. Ja. E egal wie dick das Schwein ist. Schade. Schon mal eine Kuh kaufen, Ja. bevor wir den Auch Anhänger auf kaufen. das Auto passt ja eine Kuh drauf. Genau. Nach Brauche ich einen Anhänger habe ich braunen? jetzt dummerweise nicht geschaut hier gerade. Nee, gibt es Warte. wohl nur am Baumarkt. Aber deswegen ist ganz gut. So, verwenden. Komm, liebe Kuh. Okay, eventuell. Bei mir tut sich nichts. Ich muss die mal freilassen. Probier du mal, ob sie bei dir drauf geht. Ist drauf? Er zeigt es an, aber es passiert Also, nichts. ich mach mal die Klappe Vielleicht hoch. muss die auf die. Letztens ging es mal, nachdem die Klappe oben war. Jetzt, jo. Okay.
So, dann jetzt Baumarkt. Motor starten, du sitzt drin. So, kleine Kuh. Hauptsache, wenn Wäsch. selbst, ja, oder selbst wenn die jetzt wirft auf den Riesenanhänger, kriegen wir das vielleicht alles. Falsch Wir gefahren. können dann aber auch noch mal eine. Nee, ich bin jetzt erstmal fertig in Sachen Wurst. Ja. So. Ach, die Kuh schaut mich so freundlich an hier. Während ich steuere. Wie So, macht die das? schaut einfach immer schön in die Kamera. Liebe Kuh. Oh, Scheiße, Baumarkt. Da gibt's doch Bären. Ich habe meine Waffe noch nicht Ja. geladen. Aber Fahr erst mal drauf. solange wie wir im Auto sitzen, sind wir ja sicher. So. Ja. Ich habe jetzt auch Kannst ein. ja schon mal so Anhänger-like parken. Ach so, stimmt. Es kommt darauf an, nach welcher Richtung die Deichsel von dem Anhänger. Okay, der Bär bewegt sich. So. Egal. Ich Ja, der ist aber la tot. lade mal kurz die Ist immer Waffe. schwer. Ist immer schwer hier drauf. Jetzt habe ich so. Jetzt kann ich uns bewachen. So, Waffe wieder wegstecken. Autoanhänger in den Warenkorb. So eine Riesenbeule. Hier steht aber nicht, wie bei den Fahrzeugen, wie viele Tiere drauf passen. Sehen wir gleich. Gut. Irgendwo müsst ihr an. Oh Gott. Was ist los? Ach so, Der ich dachte Anhänger. ein Bär. Nee, der Anhänger sieht merkwürdig aus. Ist Kann man dabei. den auch erren? Ah, stimmt. Erren? Sehr, sehr gute Idee. Oder So. nicht? Auch nicht schlecht. Aber ich denke, ich probiere es nochmal mit R. Aber ich denke, ich krieg den so runter. Der müsste nah genug an der Kupplung sein. Einsteigen, Motor starten. Scheiße. Vorwärts, rückwärts, einlenken. Jetzt gucken wir mal. Sieht gut aus eigentlich. Ja, ich zieh. Soll ich jetzt mal R machen? Wenn du das mit der Pistole kannst gleichzeitig. Warte, ich guck mal eben, ob's. Ich gebe weiter Vollgas nach Ja, vorn. so schnell wird kein Bär jetzt auftauchen. Jetzt Gas geben. Ja. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Achtung, Fluganhänger. Ja, sehr gut. Jawohl. Gut gemacht. Irgendwas blockiert hier noch am Anhänger. Ich kuppel mal kurz ab. So. Nochmal Vielleicht der anhängen. Bär, vielleicht muss ich ihn doch mal beuten. Ich Nein, dachte so zur Abschreckung für die anderen. jetzt schaut's gut aus. So. Gut. Dann jetzt ab nach Hause. Wie fährt es sich mit dem Riesen? Eigentlich ganz gut. Aber Ja, das, das für Auto unser ist. Riesenbauvorhaben Das, das. ist ja so ein großer Anhänger gut. Ja. Aber das Auto fährt sich ja eh irgendwie ein bisschen schwerfälliger und deshalb angenehmer für meinen Geschmack. Hirsch, bleib nicht auf der Straße stehen. So, die Kuh zieht ja jetzt mit in den Schweinestall hier vorn, oder? Genau. Ja. So, kriegst du die Hatten wir uns jetzt? ja so überlegt. Guck mal, ob du Ich die guck jetzt mal. schon runter bekommst. Sehr gut. Dann mache ich dir mal die Tür So. auf.
Dann holen wir mal die letzten Erstmal so. Schweinchen. Futtern ist ja durch Silo gegeben. Okay, das Schwein blockiert die Tür. Da müssen wir mal hier außen. Ah, Kuh. Was soll das? Nochmal ein kleines Schwein. Komm mit. So. Ich schau mal kurz. Bei dem Anhänger steht nichts dran, dass das Schwein aufsteigen soll. Na gut. Achso, Quatsch. Schwein, komm mit. Komm mit. Gucken wir gleich mal, ob wir zwei Rinder mit dem Anhänger transportiert kriegen. Ich So. guck mal gerade, was der Käse macht. Ja. Vier90. Also der Oh. wird heute noch Okay. fertig. Dann erstmal die Schweine. Moment, wir haben jetzt Platz auf dem Auto. Dann nehme ich mal einen Kanister mit. So. Bitte einsteigen. So, Rückwärtsgang. Ach Quatsch, Motor starten. Ah, wieder falsche Richtung eingelenkt. Ja, das ist in der Tat sehr schade. Das waren erstmal die letzten Schweine. Gab es für beide Schweine das gleiche? Ja. Die letzten zwei Schweine von Okay. Bielefeld. Ja, die Oh Bielefelder Schweine. Gott, Kurve, Kurve, Population Kurve. ist jetzt. So. Hirsch, bleib neben der Straße. Danke. Wir können natürlich auch die Kühe auf den Anhänger führen und dann vorsichtig nach Hause fahren, ohne zu viele Unfälle zu bauen. So. Ja, auf jeden Fall sollten wir jetzt zwei hoffentlich mitkriegen. Ja. So, erstmal verkaufen. Ja. Ja, Und ich ich versuche meine, wir dann. hätten sie auch erschießen können, aber ja, Hät, ist hätten wir wieder ganz viel Arbeit mit Wurst gehabt. So. Ich mach mal die Klappe schon runter. Eine Kuh kann ja ganz normal aufs Auto. Und die zweite geht da hoch. Ich so, mach ich kann auch zu. hier mitfahren und auf die aufpassen. Okay, da muss ich ja noch vorsichtiger fahren. Oh. Oh je. Motor starten. Ah, wie ist es da hinten auf dem Anhänger zu surfen? Mit einer Sehr Kuh? gemütlich. Du bleibst auch wirklich brav stehen. Ja. Ich war ein bisschen großzügiger die Kurve. Das sah knapp aus bei euch da hinten.
So. Ich mache auf. Warte. Okay, hast schon. Dann Co. Bleib stehen. Na komm. Brave Kuh. Dann hol ich mir mal einen Eimer und auch mal eine leere Kanne nach hier vorn. So. Ein Eimer. Ich glaube, wir müssen auch noch mal eine Holzfuhre holen. Ach, hier um Ja. das, wie nennt man das? Plateau? Nee, komm gerade nicht auf. Rampe. Ach ja, stimmt, Rampe. Sehr gut. Rampe. Rampe. Warte, ich mache mal einfach das Holz hier, da müssen wir nicht extra. So. Ich melk schon mal unsere neuen Kühe. Da, die Weiße ist schon mal. Bleib stehen, nicht so weit laufen. So. Melken beginnen eh. Keine Milch, verdammt. Okay. Die Weiße will noch nicht. Wie wär's mit dir? Mit Melken beginnen. Oder habe ich den falschen Knopf gerade gedrückt? Ah, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Knopf. Ja, ich habe statt A habe ich D gedrückt. Ach Was so. mochte Ja, die? man muss 12 Mal. Beim 13. Mal tut's ihr weh. Ja, und ich habe direkt mit dem falschen Knopf angefangen. So, das war jetzt die braun-weiße. Dann kommt jetzt die braune dran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. E. So, das war jetzt die braune. Okay, dann jetzt noch mal die weiße suchen. Liebe kleine weiße Kuh, bleib stehen. Fünf, sechs. Ich glaube, die hat sich verhakt. 12. Sind wohl doch Im zwei Zaun nebeneinander. oder? Ja, sind wohl doch zwei nebeneinander bauen. Warte, ich effe mal, während du Gas gibst. Nee, Quatsch, R. R drücken. So, mal gucken. So. Und nochmal. Den Oder? Anhänger musst du irren. Okay, ich ehre den Anhänger. So. Ich ehre mal von der Seite. So, und lauf noch Sieht gut dagegen. aus. So lassen wir jetzt erstmal. Na, wir müssen Okay. Musik passt ja wie. So, da muss ganz offensichtlich müssen da zwei nebeneinander, so wie es aussieht. Okay, dann melke ich jetzt noch den alten Stall und unsere erfahreneren Kühe.
Erfahren, Ja, erfahren. Fahrerinnen. Ein schwieriges Wort immer wieder. So. Erfahrerinnen. Ja, das habe ich gemeint. So, eins, So, ich zwei. glaube, ich muss jetzt, wir müssen uns doch hier noch von ein paar Bäumen trennen. Macht nichts, wir brauchen Ups, Eheholz. jetzt habe ich irgendwie falsch gezählt, oder? Ja, ich habe falsch gezählt. Ach, jetzt steh ich auf dem Zaun. Nein, jetzt geht's gut. So, merken, das war die braune. Ja, immer So. drei, dann kann man sich das Hier, merken. jetzt die ganz weiße. Und später, wenn man dann Routine hat, kann man sich auch merken, wo die andere Weiße gerade ist. Meinst du? Hast du von meinem Gedächtnis noch So, nicht gehört? erstmal hier rauskommen. Geht gerade ein Gewitter los, oder? So. Ich hab, irgendwie ist es bei mir gerade übelst dunkel geworden. Ja, oder was? Ja. So. Da ist noch die gescheckte, nee, die braun-weiße Kuh. Bleib stehen. So, eins, zwei, jetzt nochmal zählen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, So. acht, Jetzt brauchen neun, wir zehn. dafür noch ein offensichtlich ein Riesen-Carport mit Wand, sonst verfault Oh, sich das so. apropos Wand. Haben wir gerade noch ein bisschen Holz hier rumliegen? Denn bei der Warum? Molkerei wollten wir ja noch die eine Wand austauschen. Für den Doppelschrank. So. Ja, dann warte mal, dann holen wir doch eine, dann holen wir doch eine Holzfuhre gleich. Dafür haben wir Achso. jetzt den. Ja, okay. Nee. Und Nee. bauen das alles mit einem Mal Ja, fertig. es hätte ja sein können, dass noch irgendwo Holz rumlag, aber ja, es sind nur noch drei Bretter da. Da putze ich mal hinter den Hühnern her. So, wie entwickeln die sich eigentlich? Warum will hier wieder keine Rampe dran? Ist schon merkwürdig manchmal. Liegt irgendwas noch auf dem Boden, Phil? Doch, du hast eine Rampe dran. Oder ist Nee, das nicht? hier hatte ich beim Erstbau auch Probleme. Okay, ich komme gerade nicht hin. Ah so, jetzt. So, sonst, Alles klar. ja, gut. Hab schon. Gut. So. Und da muss dann auf jeden Fall Mauern drumherum, beziehungsweise Wände, sonst verkeilomat. Verkeilomat. Müssen unsere Hühner besser erziehen. Die sollten immer an eine Stelle da das schwarze Zeugs hinwerfen. So. Ekelige schwarze Zoll. So, zu der Seite hin lasse ich aber mal besser frei. Obwohl, sieht das dann doof aus? Nee, ich mache hier doch mal Wände. So, dann kann man ja auch, damit das nicht so falsch wird, das Fahrzeug, ne? Ja. Ach, mein Gott. So. Brauchen wir noch einen Deck? So, meine Güte. Okay, ich Eierkorb. So, erstmal. Einfach zu viel. Oh Gott. Mit der Lampe erkenne ich natürlich wieder nur die Hälfte. Aber ohne Lampe noch weniger. So, soll ich mal dann schauen, ob ich das eine Mäuerchen da wegkriege? Klar, aber Hoffentlich kann man dann noch eine andere einsetzen. denke schon. Sonst haben wir Pech. Dann Es
Könnte maximal sein, dass der Schrank zu nah an der Wand steht oder so, dass man deshalb da nichts aufbauen kann. So. Hühner, lauft mir nicht immer im Weg rum. Ich Hat bin. funktioniert. Mit wegreißen oder mit wegreißen Ja. und neu platzieren? Mit Wegreißen und neu Oh, platzieren. super. Okay, dann. Die Hühner machen mich Was ist verrückt. mit den rechten drei Kühen? Die Dann schau du doch ab. alten und die neuen Kühe wurden jetzt alle einmal gemolken von mir. Okay, dann brauchen wir noch paar Milchkannen da drüben. Aber wir müssen eh ein paar neue noch kaufen. Wenn ich hier mit meiner Stirnlampe in. Ach, Moment, ich kann doch hier das Licht einschalten hier über den Ja, klar. Hühnern. Vielleicht sehe ich dann mal wieder mehr. Ich muss sowieso wieder meines Amtes walten, falls hier. Da ist ein Hahn. Gut. Weil Hähne sind jetzt nicht so gerne gesehen. Okay. So, dann wollen wir mal den Ratschlag annehmen und aber wir können den Hahn auch einfach aussetzen. Einfach bei den Kühen mit Und jetzt sich rein. ein neues Zuhause suchen. Oder Bei den will. Kühen mit rein, auch eine Idee. Da kann er Achso, ja du auch wolltest buddeln. in die Wildnis mit dem. Ja, aber bei den Kühen ist noch besser. So, mach's dir mal schön gemütlich. Ist da vielleicht noch einer? Kann ich nicht sagen. Die haben sich aber endlich alle hingesetzt. Bin Okay. so froh, dass ich jetzt in Ruhe sammeln kann. Nee, das sieht nach lauter Hennen aus. Ich glaube, ich hatte vor uns eine braune Henne mal gesehen. Kann das sein? Nee, das war der Hahn Ach so. wahrscheinlich. Ah. Na, jetzt, wo ein Hahn da war, müssen wir den Korb erstmal noch auf Ah. den Tisch Warte, stellen, da weil sehe du ich musst noch dann in eins mit die einem braunen Quarantäne. Hals. Hier ist noch ein brauner Hals. Ist das ein Hahn? Warte, ich mache mal das Licht hier oben an. Vor mir hier. Da. Ja, tatsächlich. Okay. Ah, und hier ist sogar noch einer. Ja. Warte, ich tue mal einen Korb kurz zur Seite. Und bring den mal mit. So. Schau mal. Müsste doch ein Hahn sein. In meiner Hand. So. So. In welches Rindergehege hattest du die jetzt gebracht? Egal, Ins oder? linke. Also Hier müssen wir das jetzt große erstmal, Gehege. ja, von den Eiern können ja jetzt auch welche noch. So. Eigentlich hatte ich das Hahn frei, aber da waren noch ein paar Küken, wo Ja. ich wusste, ob. Aufstehen. Ist ja auch schon wieder Schlafenszeit, Ja, oder? Wie sieht's aus? ich würde sagen, Dann machen wir schlafen gehen und die morgen Ho dann. Holen wir das Holz morgen, Ja. genau. Holen wir viel Und Holz. viel Holz. Viel, viel, viel Holz. So. Gute Nacht, Auri. Schlaf Gute gut. Und Nacht. Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye.